Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Der Jona Heisterkamp hat mir vorgeschlagen, dass ich mir doch mal den Omen 30L GT13 1988NZ Desktop-PC anschauen soll. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, hier in Deutschland ist der scheinbar nicht verfügbar. Zumindest habe ich ihn nicht gefunden. Das hier ist jetzt die Datenbank von HP. Wenn ich hier bei HP selber schaue, haben die aktuell 4 Stück, aber da ist er auch nicht mit dabei. Aber in der Schweiz ist er verfügbar, deswegen gehe ich davon aus, dass der Zuschauer aus der Schweiz kommt. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Wir haben hier 2699 Schweizer Franken. Da kommen wir jetzt bummelig auf 2584,78 €. Das schwankt ja immer so ein bisschen, man sieht es ja auch hier. Eins vorweg, ich kann jetzt natürlich nicht 1:1 die Komponenten nachstellen. Bei diesen Fertig-PCs, die jetzt von HP kommen oder anderen Anbietern, da stehen dann gerne mal einige Daten drin, die es so halt nicht im Endkundenbereich gibt, beziehungsweise man kommt zum Beispiel an das Mainboard nicht dran, weil es ein OEM-Mainboard ist. Da kommst du nur dran, wenn du das ganze System kaufst. Wir müssen ein paar Alternativen nehmen. Auch das Gehäuse ist natürlich ein Extra-Gehäuse von HP. Aber wir wurschteln uns jetzt einfach mal durch und dann schauen wir mal, was hier so drin ist. Wir haben hier als Hauptplatine eine HANA. HANA sagt mir zum Beispiel gar nichts. Ich weiß nicht, was das für ein Hersteller ist. Ich weiß aber, dass es ein Micro-ATX ist. Mal wieder. Und das in der Preisklasse. Das ist echt schon happig. Auch wenn es ein OEM-Board ist, das muss nicht unbedingt sein. Chipsatz B550, das ist okay. Ich kann jetzt natürlich nicht auf die einzelnen Sachen hier eingehen bei dem Mainboard. Ich weiß nicht, was genau drin ist. Ich sage ja auch sonst immer so und so viel RAM-Bänke, pipapo. Gut, da weiß ich jetzt, es sind 4 Stück, ja. Weil auch 4 Stück verbaut sind. Zumindest sieht es auf den Bildern so aus. Aber ich kann euch mehr dazu leider nicht sagen. Ich kann nur sagen, Micro-ATX ist nicht mein Fall. Vor allen Dingen nicht in so einer Preisklasse um die 2500, 2600 Euro rum. Da muss ein großes Board rein, was man gut erweitern kann. Kann man hier leider nicht. Man kann bestimmt noch eine Karte oder so zusätzlich einbauen, wobei hier auch schon eine WLAN-Karte drin ist. Deswegen seid ihr da sehr begrenzt, was die Erweiterbarkeit angeht. Wir nehmen jetzt einfach mal als Alternative einen ASRock B550M Pro 4. Das ist auch Micro-ATX, hat ungefähr die gleichen Anschlüsse wie das Board, was hier bei dem HP oben drin ist. Und das kostet 91,27 Euro bei Mindfactory. Wenn wir schon hier oben sind, nehmen wir auch gleich noch das Case. Da muss ich natürlich auch auf eine Alternative zurückgreifen, habe ich ja eben schon gesagt. Wenn HP natürlich davon Tausende herstellt, werden die günstiger. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal dieses hier. Es kommt designtechnisch ungefähr dran. Hat auch einen Lüfter hinten verbaut. Kostet 31,20 Euro. Ich glaube auch nicht, dass das mehr kostet bei denen im Einkauf. Jetzt wird es aber schon deutlich interessanter. Wir haben einen AMD Ryzen 9 5900X. Das ist ein sehr guter Prozessor zum Streamen geeignet, zum Rendern geeignet, zum Zocken sowieso. Wir haben hier 12 Kerne, 24 Threads und eine TDP von 105 Watt. Was das Thema TDP angeht, da kommen wir gleich noch zu. Unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Den könnt ihr natürlich auch mit 3600 oder 4000 betreiben, wie ihr möchtet. Das ist halt die offizielle Unterstützung laut Hersteller. Und der kostet 499 Euro bei Mindfactory. Jetzt steht hier natürlich nicht bei, was das für ein Kühler ist. Hier ist aber zu sehen, dass ein 120er AIO Wasserkühler verbaut ist. Und dann nehmen wir als Alternative einfach mal diesen hier. Die Sache ist einfach die, hier steht TDP 180 Watt. Ja, das kann gut sein. Ich finde aber ein 120er kann ein Ryzen 5900, wenn der unter Volllast ist, nicht gut kühlen. Fürs Zocken reicht es bestimmt. Fangt ihr aber an zu rendern, so wie ich, wo der Prozessor dann gerne mal auf 100% Auslastung geht, dann wird er schon sehr, sehr eng. Dann wird er runtertakten. Das schafft die Wasserkühlung nicht. Das ist sowieso immer so ein Thema, wenn man fertig PCs hat, dass da gerne auf den Airflow und so geschissen wird. Und hier ist es halt wirklich auch sehr, sehr hart an der Grenze. Und die kostet 44,60 Euro bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher bekommen wir HyperX RGB 32 GB als 3200 MHz Variante. Und auf den Bildern war zu sehen, dass dieses Set zweimal quasi verbaut ist, also 4 Module. Das ist okay, 32 GB ist in der Preisklasse aber auf jeden Fall auch gegeben. Wären da jetzt 16 drin gewesen, hätte ich schon wieder in der Luft zerpflückt. 32 ist in Ordnung. 3200 MHz, ja gut, ist halt das, was offiziell von AMD unterstützt wird. 3600er hätte mir besser gefallen. Nichtsdestotrotz, wir haben immerhin RGB-Beleuchtung, da wissen wir genau, was wir kriegen. Und der kostet aktuell 99,60 Euro. Als Grafikkarte haben wir eine Nvidia GeForce RTX 3080 mit LHR 10 GB. LHR ist einfach nur Light Hash Rate, das ist dann interessant für Leute, die meinen wollen. Die werden diese Karten meistens meiden. Wir wissen natürlich mal wieder nicht, welche wir genau bekommen. Ich nehme jetzt einfach mal die Inno 3D GeForce RTX 3080 X3OC LHR, 10 GB. Also die Daten passen soweit, mit denen die auch HP angibt. Ist jetzt im Moment die günstigste, in Anführungsstrichen, die so verfügbar ist für 1600 Euro. Ey, da packst du deinen Kopf. Ne, gar nicht wahr. Hier, 1366, 82. Trotzdem kein Schnapper. Aber die packen wir für 1366,82 Euro über Amazon in den Warenkorb und einen FPS-Test gibt es hinterher auch noch. Sound und Audio ist natürlich dem Mainboard geschuldet. Das ist noch ganz interessant, wir haben hier eine Wi-Fi 5 und eine Bluetooth 5 Kombi-Karte. Das sind diese ganz kleinen M.2 Karten, die man auch auf die Slots, wo die SSDs draufkommen, draufpacken kann. Dann habt ihr Bluetooth und WLAN. Ich habe jetzt nicht direkt eine von Realtek gefunden, ich nehme jetzt eine Intel. Die kosten alle so um die 10-15 Euro, also das macht den Braten jetzt echt nicht fett. Die hat auch WLAN, AC und Bluetooth und die packen wir für 10,24 Euro über Mindfactory in den Warenkorb.
Als Festplatte haben wir eine Western Digital Black 1TB PCI Express NVMe TLC SSD. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das diese hier ist. Die 850er werden sie nicht verbauen, 750er passt. 1TB ist tatsächlich meiner Meinung nach schon ein bisschen wenig in so einem System. Gut, es ist noch eine HDD drin, ja, okay. Aber für den Preis kriegt man schon größere. Immerhin ist es eine, die eine Lesegeschwindigkeit von knapp 3500 MB die Sekunde hat und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Die sind einigermaßen schneller als jetzt so eine Kingston A2000 oder ähnliches. Das ist soweit okay. Und die kostet 99 Euro bei ProShop. Des Weiteren haben wir noch eine 1TB SATA HDD hier drin. Dann nehmen wir einfach diese hier, sind auch 7200 Umdrehungen die Minute und 1TB HDD. Und die kostet 54,29 Euro bei Mindfactory. Disklaufwerk haben wir nicht, klar, das ist dem Gehäuse geschuldet. Bei dem Gehäuse waren wir eben schon. Dann haben wir tatsächlich ein 750 Watt Netzteil Platinum. 750 Watt ist für dieses System natürlich in Ordnung. Platinum ist geil, dass es so zertifiziert ist, auf jeden Fall sehr effizient. Wenn das aber immer so ein bisschen an der Grenze des Machbaren betrieben wird, ich denke mal, dieses System frisst so um die 500 Watt, dann ist es nicht mehr so effizient, als wenn es jetzt, sage ich mal, nur 300 Watt verbraucht, weil ein Netzteil bei 50% Auslastung immer am effizientesten ist. Nichtsdestotrotz, gutes Netzteil, das muss jetzt nicht das Seasonic Focus sein, wir müssen ja auch eine Alternative nehmen, aber das hat auch 750 Watt und Platinum zertifiziert und das kostet 123,67 Euro bei Mindfactory. Hier geht es nur um die Anschlüsse. Hier haben wir noch eine kabelgebundene HP-USB-Tastatur mit Lautstärkeregelung drauf und eine kabelgebundene optische HP-USB-Maus. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Set. Das wird nichts Dolles sein. Wenn ihr mit der Kiste zocken wollt, holt ihr euch wahrscheinlich eh Corsair, Logitech oder irgendwas in der Art. Aber wir schmeißen das für 50 Euro in den Warenkorb. Dann bekommen wir noch Microsoft Windows 10 Home 64-Bit. Ja, kennt ihr schon, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Kostet aktuell 26,94 Euro. Packen wir auch so in den Warenkorb. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, Grafikkarte, das Mainboard, den WLAN- und Bluetooth-Adapter, Maus, Tastatur, Gehäuse, 120er AIO, Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 2596,13 Euro. Das System soll kosten. Laut Umrechnung 2584,78 Euro. Das ist jetzt natürlich so gesehen okay, der Preis. Ja, ihr zahlt ungefähr das, was ihr auch im Selbstbau dann zahlen würdet. Klar, beim Selbstbau müssten noch die einzelnen Versandkosten und so reingerechnet werden. HP gibt ja auch noch hier Garantie drauf und so. Ist aber bei den Einzelteilen auch so, da habt ihr auch Garantie. Von daher gab's wie gesprungen. Also, was ich als großes Problem hier ansehe, ist das Micro-ATX-Board. Das sage ich ja immer wieder. Und was ich auch als Problem ansehe, ist meistens die nicht sehr, sehr gute Kühlung. Ich finde eine 120er AIO auf einem 5900er Ryzen viel zu gering. Ich meine, gut, hier vorne ist ein Lüfter drin, hinten ist ein Lüfter drin, alles klar, der Airflow für den Rest ist gegeben, also für die Grafikkarte und so, aber der Prozessor wird auf jeden Fall leiden. Ich betreibe meinen 5800X, der nochmal eine Stufe kleiner ist als der 5900er, mit einer 360er AIO und komme beim Rendern schon an die 80 Grad. Gut, ich lasse sie auch ein bisschen leiser laufen, aber es ist einfach nur so, dass eine 120er das nicht schaffen wird, wenn ihr jetzt wirklich anfangen wollt, dann mit Bildbearbeitung und Rendern und so, das wird dann schon hart. Zum Zocken reicht es vielleicht noch, aber ich würde das System, auch wenn es preislich eigentlich ganz okay ist, so nicht kaufen. Hauptgründe, Board, Kühlung. Das sind die beiden Sachen, wo ich jetzt sage, macht das besser nicht. Nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt noch einen kleinen FPS-Test. Das ist auch mit einer RTX 3080 und einem Ryzen 5900X in 9 Spielen und zwar auch auf WQHD und auf 4K. Starten wir mit Battlefield 5. Da haben wir mit DLSS an und WQHD und Raytracing um die 112 FPS. Und auf 4K haben wir immer noch stabile 80 FPS. Dann hätten wir Control, was übrigens voll das Kack-Game ist. Das habe ich 2 Stunden lang angezockt. Ich bin da überhaupt nicht von begeistert gewesen, aber naja. Da habt ihr in WQHD 120 FPS und in 4K ganze 33. Also das Spiel ist auch extrem schlecht optimiert. Da ist ja jetzt nicht viel an Grafik, ihr seht es ja. Ich habe selber gespielt, ich habe die 6700 XT, ich hatte übelst Probleme damit. Also ich würde es nicht empfehlen, aber um die FPS zu vergleichen, wisst ihr Bescheid. Dann hätten wir hier noch Cyberpunk in WQHD mit Raytracing DLSS haben wir 60 FPS. Und in 4K, auch mit Raytracing an und DLSS, seid ihr so bei 30 FPS. Dann hätten wir hier Call of Duty Warzone in 4K und Raytracing an bei 90 FPS. Dann hätten wir noch Red Dead Redemption, da seid ihr bei 4K bei ca. 60 FPS. Nochmal kurz zum Abschluss, wie gesagt, das ist jetzt nicht schlecht, das System, aber ich würde es nicht kaufen wegen dem Mainboard und eben wegen der Kühlung des Prozessors. Das kann man natürlich ändern, ihr könnt euch die Sachen trotzdem kaufen, neues Gehäuse, neue Kühlung. Ist aber auch nicht so optimal. Ne? Also lasst lieber die Finger davon, sucht lieber nach einer Alternative. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.